is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Märtyrer in den letzten Tagen. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Jeder Einzelne in unserer Welt wird sich unter eines von zwei Bannern einreihen. Die beiden Heere werden klar unterschieden und voneinander getrennt dastehen. Und dieser Unterschied wird so markant sein, dass viele, die von der Wahrheit überzeugt sein werden, sich auf die Seite des Gebote haltenden Gottesvolkes stellen werden. Wenn es in der Schlacht kurz vor dem letzten endgültigen Zusammenstoß zu einem großartigen Werk kommt, werden viele ins Gefängnis gebracht werden. Viele werden aus Städten und Dörfern fliehen, um ihr Leben zu retten. Und viele werden den Märtyrertod erleiden, weil sie um Christi willen die Wahrheit verteidigt haben. Durch das Gesetz, das die päpstliche Einrichtung, das heißt den Sonntag, durchsetzt und sich dabei an Gottes Gesetz vergeht, wird sich unsere Nation, die Vereinigten Staaten, völlig von der Rechtschaffenheit lösen. Wie das Näherkommen der römischen Heere für die Jünger ein Zeichen der drohenden Zerstörung Jerusalems war, so kann dieser Abfall für uns ein Zeichen sein, dass die Grenze der Langmut Gottes erreicht ist, unsere Nation ihr Maß an Bosheit erfüllt hat und der Engel der Gnade nun wegfliegen wird, um niemals wieder zurückzukehren. Das Volk Gottes wird dann in jene Leiden und Nöte hineingezogen werden, welche die Propheten als Zeit der Angst in Jakob beschrieben haben. Die Schreie der treuen Verfolgten steigen zum Himmel. Und wie das Blut Abels vom Erdboden schrie, so schreien viele Stimmen aus den Gräbern der Märtyrer zu Gott. Sie rufen aus ihrem Grab in der See, aus Felsenhöhlen, aus Klostergrüften: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Als das fünfte Siegel geöffnet wurde, sah Johannes, der Schreiber der Offenbarung, in einer Vision unter dem Altar diejenigen, die wegen des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Christi umgebracht worden waren. Danach kamen die im 18. Kapitel der Offenbarung geschilderten Szenen, als alle Treuen und Gewissenhaften aus Babylon herausgerufen wurden. Christus wird das Leben, das genommen wurde, zurückgeben, denn er ist der Lebensspender. Er wird die Gerechten mit unsterblichem Leben schmücken. The Lord is coming. Are